Willkommen wieder zurück zu Ni no Kuni 2 im Archiv von Irma. Ach du meine Güte, die sieht ja mal wieder eigenartig aus. Aber nun gut, hier sind wir jedenfalls, denn Roland möchte sich schlau machen, möchte sich einlesen, wie diese Welt eigentlich aufgebaut ist. Auf jeden Fall ein sinnvolles Ziel, soll er doch als Berater für Evan fungieren und dementsprechend sehen wir mal, wir sollen Aufgaben erledigen. Das lässt sich sicherlich einrichten. Habt ihr es euch überlegt, ihr Süßen? Also es gibt da drei Dinge, die ich unbedingt brauche. Und zwar als erstes eine Kaminrose. Eine wunderschöne, tiefrote, äußerst seltene Blume. Wundersamerweise wurde sie vor kurzem in dieser Gegend gesichtet. What the flip? Kannst du die nicht selber pflücken gehen? Auf keinen Fall. Ich bin schließlich die Direktorin dieses Archivs. Ich kann hier nicht weg. Wo können wir diese Blume denn finden? Hoch oben auf einer Klippe, etwas nördlich von Goldorado. Zu Fuß dürfte sie schwer erreichen zu sein. Ich fürchte, da fehlen uns die Möglichkeiten. Momentchen, da fällt mir ein. Kennst du vielleicht den Zauber Brücke? Mit ihm macht man versteckte Wege sichtbar. Damit wird das ein Klacks für euch. Crikey. Brücke kenne ich nicht. Und was man nicht kennt, kann man auch nicht näher erforschen. Na, ich will mal nicht so sein. Ausnahmsweise werde ich euch jemanden empfehlen, der sich damit auskennt. Dalmatina, die berühmte Orakula. Wenn ihr sie als Talent für euer Land gewinnt, kann sie euch helfen, diesen Zauber zu erforschen und zu erlernen. Aber so ein ehrwürdiges Orakel, so eine ehrwürdige Orakel würde sicher nicht so einfach nach Minapolis übersiedeln, oder? Wenn du dich da mal nicht irrst, König Evan ist schließlich bekannt wie ein bunter Hund, seit er Goldorado gerettet hat. Es gibt viele Leute, die bereit wären, dir in dein Land zu folgen, Junge. Wirklich? Dann lass uns gleich mal mit Dalmatina reden. Vergesst aber meine Kaminrose nicht, ja? Lasst mich nicht zu lange warten, ihr Lieben. Küsschen, oh mein Gott. Machen wir, dass wir hier nichts wegkommen, oh Gott. Raus ins wunderschöne Goldorado. Mal wieder. So, okay. Dalmatina ist anscheinend auch schon hier markiert, oder? Ach ja, Moment. Ich bin irgendwie gerade in die falsche Richtung gelaufen. Das ist das andere Ziel. Ich habe gerade viel zu sehr auf diesen Pfeil da oben geachtet. Was ist eigentlich hier? Hier ist auch noch jemand, der, glaube ich, Hilfe braucht oder so. Kann das sein? Hier ist das mit der blauen Sprechblase eventuell. Oh, yes. Weißt du, G, wenn du eine Meisterin im Schneidern werden willst, reicht technisches Können alleine nicht aus. Du musst mit jedem Nadelstich an den zukünftigen Träger denken und dem Werk deine persönliche Note verleihen. Yes. In Ordnung, G, ich schreib's mir hinter die Ohren. Chihuahua. Ich glaube, mich tritt ein Pudel. Du bist doch der berühmte König Evan, oder? Ja, ich bin Evan, aber berühmt? Nur keine falsche Bescheidenheit. Jeder weiß davon, wie du Goldorado gerettet hast. Du bist unser Held. Du kommst genau richtig. Was meinst du, G? Das wäre doch die perfekte Gelegenheit für dich. Du hast absolut recht, G. Das kann doch nur ein Zeichen des Schicksals sein. Excuse me? Nun, ich glaube, ich habe etwas den Faden verloren. Wovon sprecht ihr gerade? Gosh. Oh, Verzeihung, ich bin Shizu, eine Schneiderin, und das ist mein Lehrling Chihuahua. Eigentlich habe ich meine Lehre kürzlich abgeschlossen. Jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Stelle. Und genau jetzt tauchst du hier auf. Unser beider Schicksal muss miteinander verwoben sein. Du brauchst in eurem neuen Reich doch fähige Leute. Naja, okay. Wenn dann ihr braucht in eurem Reich fähige Leute. Oder du brauchst in deinem Reich fähige Leute. Aber egal. Meine Spezialität ist das Nähen. Ich kann neue Kleider machen und jede Art von Loch flicken. Das wäre natürlich sehr nützlich für neue Rüstungen. Gut, ich würde mich freuen, wenn du uns hilfst. Gosh. Du fackelst nicht lang, Evan, wie ein wahrer Held. Ich bin froh, dass mein Schützling in guten Händen ist. Tja, dann brauche ich nur noch einen Widmungszwirn von dir, Evan. Einen Widmungszwirn? Ist ein Brauch in Goldorado, dass Kleiderhändler von ihren Dienstherren einen Zwirn erhalten. Er steht für das Band zwischen den beiden und der symbolische Zwirn soll diese Treue verstärken. Das ist die offizielle Version und natürlich soll der Dienstherr so beweisen, dass er uns problemlos Material besorgen kann. Ach so. Yes. Genau, und nebenbei, ich mag grasgrünen Zwirn am liebsten. Alright. Alles klar, ich besorge den Zwirn und hol dich dann ab. Juhu, ich werde auf dich warten. Okay, wieder ein netter kleiner
Auftrag. Sieht ja auch ganz nett aus. Schneiderin Chihuahua möchte von nun an ihren eigenen Weg gehen und sucht nach einem neuen Arbeitsplatz. Am liebsten käme sie offensichtlich nach Minneapolis, aber Goldorados Tradition verlangt, dass sein neuer Dienst einen Widmungszwirn überreicht. Grasgrün muss er für Chihuahua sein. Ja, das können wir auch direkt eintragen, weil die andere Quest, die wir gerade offen haben, die geht, glaube ich, sehr lange. Eine Spule grasgrüner Zwirn. See you. Ich habe also auch bisher noch keinen einfach so gefunden irgendwo. Okay. Na, mal schauen, wann wir den ausfindig machen. Und du bist die, die uns den Zauber beibringen kann, oder was? Excuse me. Ich habe auf dich gewartet, Evan. Irma hat mir schon einiges über dich erzählt. Gosh. Was? Du bist Dalmatiner? Ich dachte, als Orakula wärst du bestimmt schon erwachsen. Bist du nicht selbst noch ein Kind? Naja, wenigstens bist du ehrlich. Im Gegensatz zu diesem Land hier, ich habe keine Lust mehr auf Goldorado. Die Mogelwürfe und so waren ein echter Schock für mich. Dabei hatte ich so großen Respekt vor Sixtinius. Aber er wurde von einer dunklen Magie beeinflusst. Yeah. Ja, ich weiß. Trotzdem bin ich seitdem nur noch deprimiert. Ooh. Verstehe. Irma wollte dabei helfen, dass du mal auf andere Gedanken kommst. Wie wär's denn mit deinem Tapetenwechsel? In Minneapolis ist genug Platz für junge Talente. Du hast Sixtinius Betrügereien ans Licht gebracht. Du scheinst ein ehrlicher und aufrichtiger König zu sein. In deinem Königreich könnte ich sorgenfrei leben. Nun dann? Genau, wenn du 3 Plasmaskelette besiegst, hole ich dir in dein Königreich. What the? Was jetzt? Wieso das plötzlich? Wir waren uns doch schon einig. Ich will mich nur vergewissern, dass Evan jemand ist, der dich betrügt und sein Versprechen hält. Unehrlichkeit kann ich nicht verzeihen. Naja, das ist jetzt... Nicht unbedingt so toll. Was für eine Überraschung. Die Orakula, von der Irma erzählt hat, ist ein Mädchen in Evans Alter. Sie würde gerne nach Minneapolis kommen. Doch erst muss Evan beweisen, dass er ein König ist, der sein Wort hält. Total fix. Bestens geeignet für die Arbeit im Magielabor und an Entfluchungseinrichtungen. Ja, dann ist das hier erstmal das, was wir primär machen müssen, klar. Aber, ja, das ist so eine typische JRPG-Krankheit, das... Ist nicht unbedingt so toll, weil es ist halt wirklich aus dem Kontext gerissen. Ich meine, jetzt so einfach 3 Plasmaskelette besiegen, ne, ist halt, ja. Muss man schon kritisieren, sowas, auch wenn es ganz viele Rollenspiele so machen, aber gerade das ist es, ja. So ein allgemeines Phänomen, was nicht gerade so toll ist. Ich gehe mal zu den unendlichen Heiden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Ziel müsste irgendwo dort sein. Oder wo? Ah ja, genau, perfekt. Ja, das geht dann doch einigermaßen schnell. Schnellreise sei Dank. Sollte das mit den Plasmaskeletten doch gut hinhauen, immerhin. Ja, hier sind schon 2 Stück. Ach ja, und ihr wollt auch mal, dass ich durchwechsle? Das kann ich dann auch gleich mal machen, keine Sorge. Oha, das ging ja enorm schnell. Wartet, da drüben ist eine blaue Kiste. Ein wässriges Chromschwert. Okay. Ich weiß ja nicht, ob die immer da spawnen, aber mal ganz im Ernst. Mach nochmal die Schnellreise hier hin, weil wir hatten sofort das Plasma-Skelett hier. Vielleicht funktioniert es ja ähnlich wie zum Beispiel in Xenoblade. Dann müsst ihr jetzt sofort wieder einen spawnen. Ha, perfekt. Sehr gut. Das ist natürlich großartig. Und Moment, Quatsch. Ich wollte in der Gruppe mal kurz was ändern. Vor allem wolltet ihr sehen, wie Soran kämpft. Das machen wir mal. Wenn ich schon dabei bin, haben wir eigentlich neue Sachen mittlerweile auch? Oder ist das alles immer noch... Ja, sieht immer noch tipptopp aus. Ich glaube, der sortiert sowieso nach Angriffswert, also von daher. Soran ist halt sehr langsam und ich bin nicht so der Fan von sehr langsamen Leuten. Ich spiele lieber schnell, weich viel aus, lass mich gar nicht erst treffen. Jetzt sind natürlich gleich mal 3 da, naja. Wow, das war ein Crit aber, glaube ich. Das war ein bisschen extrem viel Schaden nämlich. Ja, normal sind es so 200. Da hat er gleich mal gecrittet. Nein, so extrem overpowered ist er dann noch nicht. Sonst würde ich den nämlich, glaube ich, öfter spielen. Aber schon lustig, das erste, was man von ihm sieht, ist erstmal ein Crit, okay. Läuft auf jeden Fall. Ah ja. Ja gut, es ging immerhin schön schnell. Wie gesagt, glücklicherweise gibt es ja ein Schnellreisesystem, das ist ja komfortabel. Trotzdem, das hätte man sich jetzt auch sparen können im Prinzip. Weil, ja, es gibt halt nicht wirklich einen logischen Grund dahinter. Was anderes ist, wenn... mir jemand in einem Dorf sagt, oh Gott, diese Plasmaskelette greifen uns immer wieder an, es muss mal jemand was dagegen machen. Wir sind da so ein bisschen hilflos, dann ist das eine ganz andere Geschichte auf einmal. Dann sehe ich da mehr Sinn darin, diese Plasmaskelette auch zu erledigen. Auf jeden Fall. So würde ich das eben einschätzen einfach. Aber nun gut, wie auch immer. Ist halt, wie gesagt, ein typisches JRPG-Problem, was wir da haben.
Solange es sich nicht immens häuft, ist das ja auch relativ egal. Wir haben sie wie versprochen erledigt. Echt, wir würden nicht lügen. Die Sterne haben vorausgesagt, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Du hast deine Ehrlichkeit bewiesen. Ich werde wie versprochen in dein Königreich kommen. Das ist toll. Vielen Dank, Dalmatina. Jawohl. Na also, das hätten wir auch erledigt. Sie folgt uns nach Minneapolis. Du möchtest Brücke meistern, oder? Der Zauber ist aber nicht einfach und benötigt etwas Vorbereitung. Wie wäre es, wenn du für unsere Magieforschung arbeitest? Wir haben ein großes und gut ausgestattetes Labor. Oh, das sollte auch kein Problem sein. Mit der richtigen Ausstattung kann ich den Zauber schnell vorbereiten. Schick, gehen wir schnell nach Minneapolis. Unter Königreich ausbauen kannst du die Erforschung von Brücke in Auftrag geben. Ah ja. Nun gut, okay, ein neuer Zauber. Neue Möglichkeiten. Mag ich übrigens, wenn es solche Talente gibt, die du einfach ganz normal so in der Welt nutzen kannst. Sowas finde ich sehr schön allgemein. Das ist wieder ein großer Pluspunkt. Wenn du einfach so Talente bekommst und dadurch immer neue Gebiete erforschen kannst und so weiter, zu neuen Gegnern kommst. Das hat man auch schon bei den Pilzen gehabt. Die haben ja auch neue Wege offenbart. Sowas mag ich sehr. Ist ein schönes Element. Ich glaube, so eines der Spiele, was das so am besten macht, ist die Golden Sun-Reihe, wenn ihr die kennt. Mit der ganzen Psy-Energie. Da hast du halt auch diese Welttalente und kannst die nutzen. Und immer mehr Rätsel lösen und was weiß ich. Ist echt schön. Oh, da wäre vielleicht ein Switch-Ableger toll, aber ich weiß noch, wie man da bei Teil 3 damals schon immer gewartet hat, sehnlichst, bis er dann mal kam. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und die Leute, die daran arbeiten, die machen ja Tennisspiele, ne? Toll für Nintendo, super. Dabei hatten die wahnsinnig tolle RPGs entwickelt. Absoluter Hammer, aber tja, was will man machen? Aber das ist jetzt auch ein bisschen off-topic. Wer bist du denn? Boxer, ja. Wenn du Waffen willst, sprich mit dem Chef. Ich bin nur der Azubi. Oh. Na, Bollein. Wie wär's, wenn du langsam auch mal Waffen herstellst? Oh. Du stellst Waffen her, super. Ich bin noch in der Ausbildung. Eigentlich war ich bei meiner Großmutter in der Lehre. Sie war unter Monsterjägern eine hoch angesehene Waffenschmiedin und ein toller Meister, aber leider ist sie vor kurzem verstorben. Ich hatte keine Lust mehr, einen anderen Meister zu suchen. Da hat mir der Chef hier weitergeholfen. Hm. Ach so, verstehe. Deine Großmutter würde sicher wollen, dass du ein guter Schmied wirst. Willst du dich nicht in meinem Königreich beweisen? Oh, yes. Oh, das klingt doch hervorragend. Warum gehst du nicht mit diesen Jungen wohl ein? Kann ich machen, aber ich habe eine Bitte, bevor ich in dein Königreich übersiedle. Die Waffen meiner Großmutter haben so manches Ungetüm über den Jordan geschickt, aber ein ganz bestimmtes Monster konnte niemand bezwingen, obwohl sie das besonders verabscheute. Vor meiner Abreise will ich mir noch ein wenig Ruhe gönnen. Ihr seid doch guter... Was? Ihr seid gute Kämpfer, okay. Würdet ihr das Monster für mich töten? Das kannst du getrost uns überlassen. Vielen, vielen Dank. Und zwar handelt es sich um ein Brodelmagma. Es hält sich im Umkreis dieses Landes auf. Aha, okay. Großmutters letzte Ruhe. Der Waffenschmied Buxa aus Goldorado ist seit dem Verlust seiner Meisterin, der geliebten Großmutter, sehr deprimiert. Besiege das Monster, das die Großmutter besonders verabscheute, damit Buxa mit Goldorado abschließen kann und nach Minneapolis kommt. Oh, natürliche Begabung für zusätzliche XP in der Waffenwerkstatt. Klingt doch auch ganz nett, aber das markiere ich mal nicht. Wir wollen jetzt, glaube ich, als nächstes erstmal den Zauberbrücke meistern, wie es uns auch befohlen wurde. Das ist ja unser primärer Auftrag erstmal. Auf nach Minneapolis. Yep, wir setzen uns mal kurz auf den Thron und geben ein bisschen was in Auftrag. Na, mal sehen. Bestimmt haben wir auch wieder ein paar Steuern eingenommen. Das ist natürlich super. Dann können wir vielleicht gleich wieder ein bisschen mehr machen. Je nachdem, wie viel es ist. Boah, ist doch ordentlich was reingekommen, würde ich sagen. Klein nennt er das. Für mich ist das noch eine riesige Summe momentan. Ah ja, und hier kriegt man ganz verschiedene Dinge einfach so. Ah, cool. Okay, jetzt bauen wir aber erstmal aus, oder? Fürs Atelier haben wir noch niemanden, aber fürs Magielabor, da haben wir auf jeden Fall dich hier. Dalmatina. 120, meine Güte. Können wir auch gleich was erforschen? 150 kostet das. Machen wir mal. 25 Minuten, ach du meine Güte.
Naja gut, ich meine, heute kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr dazu, oder? Mit der Brücke? Wie lange kostet das? Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Egal, erforschen wir beim nächsten Mal, das ist kein Problem. Weil wir haben ja genug anderes vor uns, dann können wir vielleicht mal die Nebenquests hier abschließen. Dient ja auch alles im Königreich. Ja, da sieht man es, wie es so ganz langsam vorangeht. Wir können ja mal andere Plätze noch ausbauen. Dosenfischmarkt. Gibt uns ja auch schon mal einen Einflussgewinn. Auch wenn noch niemand dort angestellt ist. Genau. Ja, wir haben ja auch kaum Leute eigentlich so. Alle gut beschäftigt. Ein gemütlicher Bazar. Produziert Delikatessen, Stoffe, Bänder, Knöpfe. Das klingt eigentlich auch ziemlich gut. Der gemütliche Bazar ist fertig. Bin auch mal gespannt, wie es aussieht, wenn man noch Gebäude erweitert und so. Ein Metalabor. Medizin und Kampfbeute. Das klingt auch sehr nützlich. Aha. Geht ganz in die Höhe. Aber erstmal alle Plätze schön nutzen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Einfluss steigt. Könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch mehr einnimmt schon, oder? Achso, hier ist auch ein Auftrag schon fertig, ne? Fernkampfwaffe 1 wurde erforscht, aha. Okay. Was kommt als nächstes? Effizientes Schmieden oder Qualitätswaffen? Naja, erstmal, dass es weniger kostet, glaube ich, oder? Andererseits, naja, ist alles relativ teuer zum aktuellen Zeitpunkt. Also effizientes Schmieden 1. Haben wir zwar jetzt nicht mehr so viele Kronen, um was anderes auszubauen, aber mal gucken. Vielleicht reicht's ja. Okay, 250 ist zu viel. Und hier ist auch was fertig. Gnuffelkunde 1. Aha. Nee, zuweisen will ich keinen. Effiziente Gnuffelküche. Meine Güte, das kostet schon gewaltig Ressourcen. Das hier kostet 240. Ja, momentan ist alles ein bisschen zu viel, leider. Schade. Oder haben wir wieder was bekommen? Tatsache. Das geht eigentlich echt schnell sogar. Das scheint halt wirklich mit Ingame-Zeit verrechnet zu werden. Weil dann müsste man Ni No Kuni echt mal irgendwann im Hintergrund einfach laufen lassen, wenn man hier möglichst viel machen möchte. Und auch in einem Part viel schaffen will. Wie sieht's aus? Alles 240k? Hier sogar 250? Ach komm. Jetzt sind wieder 23 reingegangen. Das müsste gut ausreichen. Wunderbar. Gut, was bauen wir dann? Hier ist die Kaserne, ein Monsterjägercamp und der Hof Mu. Da kommt mir gerade, wir haben ja schon Materialien bekommen, obwohl da keine angestellt sind. Das heißt, das müsste auch passiv schon Ressourcen abschmeißen. Das ist doch ganz gut. Erstmal einen Hof. Die Leute wollen hier auf jeden Fall auch tierische Produkte, glaube ich. Na gut, okay. 15 von 17 Gebäuden, 9 von 9 Leuten sind beschäftigt. Das mag zwar nicht viel sein, aber es ist gut genug für meinen Geschmack, für den Anfang. Zurück in die Stadt. Genau, hier sind wir also gleich. Wir können ja mal kurz einen Abstecher zum Magielabor machen, wenn wir schon dabei sind. Was gibt's denn hier so? Irgendwas Neues schon inzwischen? Also das kostet ja hauptsächlich eigentlich Gold und Ressourcen. Ich glaube, wir können immer noch nichts ausbauen. Nee. Aber gut, wir können auch irgendwann mal gucken. Man kann ja sicherlich auch Ressourcen noch einkaufen, wie hier zum Beispiel bei Pennys Markt. Da würde das zum Beispiel gehen. Wie komme ich jetzt hier eigentlich am besten raus? Wahrscheinlich, wenn ich in der Nähe auswähle, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Erstmal hier vielleicht nochmal. Ach ja, stimmt, hier gibt es neue Einträge und zwar eine ganze Menge. Mit freundlicher Genehmigung von Meister Würr. Achso, das hatten wir schon das letzte Mal. Das glaube ich auch, genau. Aber das ist neu. Eine Skizze aus einem Waldstück, das ich beim Spazieren entdeckt habe. Die Wurzeln scheinen fast ein Tor in eine andere Welt zu bilden. Was passiert wohl, wenn man hindurchgeht? Hättet ihr den Mut dazu? Paint for Life. Ich finde das lustig, wie die hier die Artworks einfach auch eingebaut haben auf die Art und Weise. Eine wunderbare Szenerie. Das würde ich gerne mal mit eigenen Augen sehen. Ich könnte der Versuchung nicht widerstehen. Gibt's das auch als Posterdruck, würde ich kaufen. La 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 Lady. Eine Freundin wollte mit mir eine Mutprobe machen und wir sind in die Todesgrotte gegangen.
Seht ihr das da hinten im Bild? Hoffentlich ist das kein Geist. Ich will nicht verflucht werden. Ach du Schöne, da sieht man ja echt was. Es ist nur Biolumineszenz, kein Geist. Dieser Krotter soll es schon immer gespukt haben. Ach du gruselig. Na gut. Hier können wir auch einfach über das Stadttor raus. Das wäre vielleicht noch ein bisschen leichter. Nur so eine Idee. Okay, was knüpfen wir uns als nächstes vor? Hier gibt es anscheinend auch wieder theoretisch neue Schlachten, aber die mache ich, glaube ich, wann anders. Erstmal sollten wir gucken. Wo habe ich denn eigentlich den Questlog? Ist der hier mit drin direkt? Im Almanach des Wissens? Ich bin gerade etwas verwirrt. Oh, stimmt ja, das Tagebuch. Moment, eins zu weit, meine Güte. Hier, richtig. Also, alles klar. Genau, der Traum von 100 Punkten, das hier gibt's noch, aber das empfohlene Level ist hier sehr groß. Eine Spule grasgrüner Zwirn, weiß ich nicht, wo man herbekommt. Übergib die Ballen lindgrüne Watte an Mizerike. Ach, hab ich schon, oder was? Hab ich denn schon gefunden? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aber anscheinend, wenn es gerade aktiv ist, dann sind wir, glaube ich, schon so weit. Die hat sich auch hier drüben befunden. Bei Sheng Heights. Auch ganz nett. Na, vielleicht können wir auf die Art und Weise schon mal einen Auftrag wieder abgeben heute. Mal sehen. Außerdem können wir auch weitere Aufträge annehmen, theoretisch. Ich brauche 4 Ballen in grüne Watte, bitte. Wenn ich das habe, kann ich mit euch gehen. Ach, 15 Stück habe ich sogar. Mizerike, ich habe hier lindgrüne Watte für dich. Thank you. Zu gütig, dass ihr das extra für mich besorgt habt. Ich werde diesen Gefallen erwidern, wenn ich in eurem neuen Königreich bin. Also, ich werde sogleich das Bettzeug geflickt haben. Und schon wieder eine neue Person. Juhu. Thanks. Sehr schön, dank euch können meine Kunden weiter in den gewohnten Schlafkomfort genießen. Danke für deine Hilfe, Mizerike. Viel Glück in deinem neuen Leben. Yes. Danke, dass ich hier arbeiten durfte. Passen Sie gut auf sich auf. Ja, juhu. Und 3 Krapfen kriegt man auch noch oben drauf. Die darf man im Bazar engagieren. Alles klar, das ist gut. Werden wir natürlich auch machen. So, aber hier drüben ist auch noch eine Person anscheinend. Was hat es mit dir auf sich? Excuse me. Ich schaut ein bisschen grimmig, jetzt etwas betrübt. Verzeihung, ich hätte da eine Frage. Kennt ihr den Krieger Birkenstolz? Ricky. Birkenstolz, das ist ja mal ein Name. Hör ich nur leider zum ersten Mal. Wie sieht der aus? Yes. Er soll edel und stämmig und sein Haar hell wie das Holz in der Birke sein. Und seine Ohren haben die Form von Birkenblättern. Das heißt also, ein blaublütiger Blonder mit spitzen Lauschern könnte es glatt du sein, Ivan. Oh my goodness. Ich? Du bist ja viel jünger, als ich dachte, aber du hast alle Eigenschaften aus den Geschichten, die man so hört. Aber ich wurde noch nie Birkenstolz genannt. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Oh, Krieger Birkenstolz, ich flehe euch an, ihr müsst uns retten. Krein. Aber ich glaube, das ist was Ernstes, Ivan. Vielleicht sollten wir uns das doch mal anhören. Ja, ja, du hast recht. Hab Dank, mein Name ist Laika. Ich komme aus einer Siedlung am Stadtrand. In der Nähe meiner Heimat hat sich ein furchtbares Ungetüm eingenistet. Fast alle Erwachsenen leben und arbeiten auswärts und die Kinder und Alten sind dieser Gefahr nicht gewachsen. Ich bin aufgebrochen, um die Helden dieses Landes in unserer aller Namen um Hilfe zu ersuchen. Ich bitte euch, helft uns. Ivan, was sollen wir machen? Bis wir dieses Birkendings gefunden haben, ist es vielleicht zu spät. Das stimmt wohl. Also gut, wir nehmen das selbst in die Hand. Oh, hab tausend Dank. Das Monster zieht sich nach jedem Raubzug an einen stillen Ort zurück. Im Moment befindet es sich vermutlich in der Schlummerhöhle, nahe der Melasani-Ebene. Alles klar, warte hier auf uns, Laika. Laika, wir machen uns sofort auf den Weg. Okay. Ein Mädchen namens Laika aus dem Umfeld Goldorados sucht in der Stadt nach Hilfe. Sie verwechselt Ivan mit einem berühmten Kämpfer und drängt ihn dazu, für sie auf Monsterjagd zu gehen. Natürlich kann der König von Minneapolis die Schutzvorsicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Und sie hat Außendienstzock mit ausgezeichneter Agilität für zusätzliche Expertise bei den Pfadfindern. Auch nicht schlecht, das können wir auch markieren, weil ich glaube, ein Monster schlagen, das geht noch einigermaßen in Höllenboten erledigen. In der Schlummerhöhle, meine Güte. Schön wieder dorthin. Aber der Name klingt verheißungsvoll, muss ich mal so sagen. Aber wie auch immer, Leute, ich würde auch mal sagen, das war es dann für heute. Beim nächsten Mal
sehen wir mal, dass wir mit Brücke weiterkommen und vielleicht auch noch ein paar andere Nebenaufträge erledigen. Insofern natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.